Ein Ausschuss, das sind die Mitglieder des Rates, die sich mit einem ganz bestimmten Thema beschäftigen. Zum Beispiel Wirtschaft, Finanzen, Gesundheit, Kultur, Migration. Dabei in dem Ausschuss werden Anträge beraten und für und wieder zusammengetragen und dann wird entschieden. In den Ausschüssen wird die eigentliche Arbeit gemacht. Man kann das so etwa vergleichen im Fernsehen, wenn Bundestagsdebatten übertragen werden. Sind meistens reine, ich will mal vorsichtig sagen, Showveranstaltungen. In den Ausschüssen findet wirklich die richtige Arbeit statt. Da wird fachlich darüber diskutiert, wie man das machen will. Da stellt die Verwaltung ihre Drucksachen vor. Und dann bildet man sich erst in den Ausschüssen eine endgültige Meinung. Weil die Themenvielfalt innerhalb dieses Bereichs so groß ist, wenn das immer alle behandeln müssten, würden, dann würden wir nie aus dem Ratssaal rauskommen. Deswegen wird das eben aufgeteilt. Und dann geht das dann erst in den Rat hinein und da sind aber die Meinungen dann schon alle festgezurrt. Also Ausschüsse sind eigentlich das Arbeitsgremium überhaupt. Es gibt Ausschüsse deshalb, weil nicht jedes Ratsmitglied sich mit jedem Thema beschäftigen kann. Würde man das jetzt alles gleich im Rat diskutieren, ja, wenn viele Leute, 64 plus Oberbürgermeister, wenn die alle drauf losdiskutieren, dann sind das nicht nur eine Sitzung, dann sind das viele Sitzungen. Also macht man das lieber in einem kleinen Kreis im Ausschuss mit wenigen Personen, aber alle gleichmäßig verteilt über die Fraktionen. So ist das Arbeitsergebnis erheblich schneller zu erreichen und auch besser, meistens. Alle Ausschüsse sind wichtig. Naja, jeder behauptet, so ein Ausschuss ist der wichtigste. Aber wenn ich es versuche, mal objektiv darzustellen, dann ist wohl der Finanzausschuss mit einer ganz wichtiger, denn es geht alles über den Finanzausschuss, es kostet ja meistens alles Geld. Und der Bauausschuss ist sehr wichtig. Der Jugendhilfeausschuss, wo es wirklich um Kernthemen der Kommunalpolitik gibt. Dann gibt es den Migrationsausschuss, Gleichstellungsausschuss, die genauso wichtig sind, aber die vom Themenumfeld nicht so breit sind wie vielleicht der Stadtentwicklungsausschuss. Sind alle Ausschüsse wichtig? Und wenn man, das hängt auch von den Personen ab, die dort sind. Wenn Leute die Energie haben, was machen wollen, dann können sie auch was machen.